7 Tage Deutschland, der Podcast aus Berlin. Und das ist Ausgabe 1.23 von 7 Tage Deutschland. Hier ist die erste Ausgabe des AfD-Podcasts aus unserem Hauptstadtstudio im neuen Jahr. Am Mikrofon ist weiterhin Detlef Frier. Ich wünsche Ihnen als allererstes ein gesundes, ein gesegnetes, ein frohes neues Jahr 2023. Sie haben es alle mitbekommen beim Blick in die Medien. Der Jahreswechsel war in Teilen Berlins alles andere als froh und gesegnet und glücklich. Darauf schauen wir gleich mit dem stellvertretenden AfD-Bundessprecher Stefan Brandner. Und wir unterhalten uns heute im Podcast mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten und Mitglied im AfD-Bundesvorstand Professor Harald Weil über die EU und die Milliarden, die Hunderten von Milliarden Euro, die dahin fließen. Und wir stellen uns die Frage, was könnten wir uns in Deutschland alles leisten, wenn wir die EU nicht hätten? Das heute bei uns im Podcast. Schön, dass Sie mit dabei sind. Willkommen und guten Tag. Bürgerkriegsähnliche Zustände auf den Straßen Berlins. Zu Silvester greifen Horden, meist junger Männer, mit zumeist migrantischem Hintergrund sich gegenseitig, vor allem aber Polizei und Feuerwehr an. Böller und Raketen auf Augenhöhe, Leuchtspurmunition auf Menschen, brennende Busse und Polizeiwagen, Feuerlöscher auf Rettungswagen, die versuchen, Verletzte ins Krankenhaus zu bringen. Und im Anschluss nun eine Vernebelungskampagne von Medien und etablierter Politik, die vieles sagen, nur nicht wer und was für diese unerträglichen Zustände verantwortlich ist. Nur die AfD ist offensichtlich bereit, Ross und Reiter in der Sache zu benennen. Stefan Brandner ist der stellvertretende Bundessprecher der AfD und jetzt zugeschaltet. Herr Brandner, trotz all dem ein frohes neues Jahr für Sie. Ja, das wünsche ich Ihnen auch, Herr Frier. Und ich kann mir vorstellen, dass sich auch Christine Lamprecht sehr freut über die Silvesterausschreitung. Es war auf jeden Fall eine durchaus bemerkenswerte Kulisse für Ihr Neujahrsvideo. Bei Frau Lamprecht war im Hintergrund ja noch alles friedlich. Sie hat sich auch in Mitte aufgehalten. In den Bezirken, in denen es zur Ausschreitung gekommen ist, sah das ganz anders aus. Allerdings klingt das in den Medien ja ganz anders. Herr Brandner, ich zitiere mal. Berliner Jungs haben da so ein bisschen geböllert. Die sind halt noch frustriert wegen Corona. Überwiegend waren das natürlich Deutsche. Und so Niedersachsens SPD-Innenminister Pistorius, natürlich auch Rechtsextreme wurden da mit Böller in der Hand gesichtet. Versuchen eigentlich Altparteien und Altmedien, uns die Deutschen für komplett dumm zu verkaufen? Ja, also sie haben einiges schön wiedergegeben. Also Frau Lamprecht zunächst mal, denke ich mal, die freut sich sehr, weil ja ihre Missetaten dadurch jetzt unter den Teppich gekehrt werden. Ne? Das ist ja alles überlagert. Also ihr fürchterliches Video zum Silvesterabend, darüber redet kaum noch einer. Mhm. Das ganz dominierende Thema ist zu Recht die Ausschreitung der Silvesterterror in Berlin. Und das ist natürlich ganz der normale Ablauf, den es in Deutschland immer hat. Sobald es aus migrantischer, aus islamischer, aus linker Ecke irgendwelche Vorfälle gibt, wird vertuscht, da wird verheimlicht, da wird runtergespielt, da wird versucht abzulenken, es auf die Rechtsextremisten zu schieben. Mich wundert schon, dass die Reichsbürger nicht noch Erwähnung gefunden haben. Also es ist ein ganz durchschaubares Ding. Und wir sind ja da viel gewohnt. Der Höhepunkt lag ja dummerweise ziemlich am Anfang schon Silvester 2015, 2016 in Köln. Haben denn diese Angriffe, Herr Brandner, auch symbolischen Charakter? In erster Linie werden Ordnungskräfte angegriffen, aber da steckt ja noch viel mehr dahinter. Was lehnen denn diese jungen Männer, die, so darf man vermuten, nahezu allesamt auf Kosten unseres Sozialstaates leben, was lehnen die eigentlich ab? Ja, die lehnen unsere Gesellschaft ab. Die wissen genau, ihnen wird nichts passieren. Sie können randalieren, wie sie wollen. Sie bekommen wahrscheinlich in ganz, ganz überwiegendem Umfang staatliche Hilfe. Jetzt wird ja auch nicht gesagt, Leute, wir bestrafen euch, sondern es werden Stuhlkreise gebildet. Es sollen irgendwelche Sozialarbeiter- und Streetworker-Maßnahmen ausgedehnt werden. Also das ist nicht das, was die Menschen, die aus, wie soll man sagen, aus Westasien, glaube ich, darf man inzwischen nur noch sagen, ne? Also die aus arabischen, aus islamisch geprägten Staaten kommen, das ist nicht das, was die eigentlich zu spüren bekommen müssen. Wir müssen in Deutschland zeigen, und das wird ja gegenüber den deutschen Staatsbürgern auch gezeigt. Wir haben ja gesehen, im November 2020 bei der großen Demonstration gegen die Impfpflicht, Corona-Maßnahmen, da waren in Berlin Wasserwerfer auf der Straße, was seit 10, 15 Jahren nicht mehr der Fall war. Da wurden Omas, da wurden Familien zusammengeknüppelt. Also der Staat kann, wenn er will. Und ich frage mich, warum kann der Staat auf harmlose Rentnerinnen, auf Familien losgehen, aber nicht auf randalierende Terrorbanden, die marodierend in Berlin und in anderen Städten war es ja auch so, durch die Straßen ziehen. Beleuchten wir die Rolle der Medien. Die Tagesschau dichtet 145 Festnahmen, davon 45 Chaoten mit zum Teil auch deutschem Pass. Also waren, so die Tagesschau, mehrheitlich Deutsche beteiligt.
45 von 145. Und wenn der RBB einen Feuerwehrmann interviewt und der die Schuldigen benennt, dann verschwindet diese Passage für die Tagesschau ganz schnell aus dem Interview. Diese Passage. Ich nenne das Kind beim Namen. Die Leute, die auf uns geschmissen haben, diese ganzen Böller und die Knaller und Flaschen, das waren keine Linksautonomen irgendwie, die ein Problem mit dem System haben. Das waren junge Heranwachsende, größtenteils mit Migrationshintergrund. Und das sage ich selber, obwohl ich einen Migrationshintergrund habe. Überwiegend Heranwachsende mit Migrationshintergrund. Der Mann sagt es ganz deutlich. Aber Herr Brandner, wie ist dieses Problem überhaupt noch in den Griff zu bekommen? Ich meine, wer es war ja eigentlich am Silvesterabend schon bekannt. Und dann läuft im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und bei den Altparteien die übliche Masche, erstmal gar nichts erwähnen und so zu tun, als wenn nichts wäre. Dann kommen irgendwelche, Professoren und angebliche Experten aus psychologischen Ecken gekrochen und versuchen uns zu erklären, die Gesellschaft wäre schuld. Ich habe auch gehört, dass der Klimawandel wäre schuld. Es wäre so warm gewesen, Silvester. Und da konnte man offenbar gar nicht anders als Rettungskräfte, als Polizei anzugreifen. Also völliger Unsinn. Was da passiert ist, war ja nicht nur ein Angriff, also nur in Anführungsstrichen, auf Sicherheitskräfte, sondern auf alles, was mit Blaulicht durch die Gegend fuhr. Dazu gehören ja auch Krankenwagen und Feuerwehr. Also es war ganz klar, jeder, der ein Blaulicht hat, der steht für den verhassten Staat, für den Staat, den die migrantische Jugend ablehnt und den sie nicht haben will. Das war ein Anschlag auf unseren Staat, und zwar hundertfach und zwar tausendfach. Und das Ganze wird versucht, unter der Decke zu halten. Aber wir als AfD, Gott sei Dank gibt es mal die sozialen Medien, in denen man das nachvollziehen kann. Und wir als AfD haben von Anfang an gesagt, und seit Jahren sagen wir das, wir sagen es ja nicht nur immer Neujahr, diese Menschen haben hier nichts verloren. Wer unseren Staat ablehnt, der soll am besten erst gar nicht herkommen. Und wenn er hier ist, soll er möglichst schnell wieder gehen. Meint die AfD. Herr Brandner, was halten Sie denn von allem, was jetzt die Etablierten diskutieren? Gehen wir es mal Punkt für Punkt durch. Was halten Sie von mehr Böllerverbotszonen? Böllerverbotszonen, ja, wenn Sie sich die Aufnahmen von Silvester anschauen, dann müssen Sie auch Feuerlöscherverbotszonen einführen, denn es wurden ja auch Feuerlöscher geworfen. Also ist völliger Quatsch, an den Symptomen herumzudoktern. Wenn Böllerverbotszonen kommen, dann werden die Böller woanders geworfen. Das bringt überhaupt nichts. Was halten Sie von mehr Geld für die Jugendarbeit in diesen Problembezirken? Ja, auch das bringt nichts. Da fließen ja schon hunderte Millionen, Milliarden im Kampf gegen rechts. Alleine die Milliarden, die da rausgeschmissen werden. Wir haben Vereine, wir haben Streetworker, wir haben Integrationsbeauftragte. Ich frage mich denn, was machen die denn das ganze Jahr, wenn sowas dann an Silvestertagen eskaliert? Also eher weniger Geld, dafür mehr Geld in Strafverfolgung und in Abschiebemaßnahmen. Das wär zielführend. Dann gibt's das Stichwort Durchmischung. Da es ja in gutbürgerlichen Bezirken Berlins keine Ausschreitungen gab, sollen da verstärkt Migranten angesiedelt werden, damit die deutsche Bevölkerung und die Migranten sich besser mischen. Wird's dadurch friedlicher? Ja, das wäre ein netter Feldversuch, wenn man in Dahlem mal die ein oder andere Migranteneinrichtung eröffnet. Aber wir als AfD stehen ja nicht für mehr Migranten, sondern für weniger Migranten. Deshalb ist dieses System der Durchmischung auch von uns auch ein System, was nicht unterstützt wird. Mehr Kameraüberwachung und Bodycams für die Polizei. Lösen die das Problem? Die lösen das Problem auch nicht. Also das Problem ist ja nicht, dass hinterher nichts aufgearbeitet wird, sondern das Problem ist, dass ja solche Vorfälle, solche Verbrechen überhaupt geschehen. Und die Verbrechen, die bekämpfe ich nicht damit, dass ich hinterher möglicherweise besser aufkläre oder irgendwas beobachte. Dann geschehen die Verbrechen woanders. Deshalb Bodycams, also die Kameraausrüstung bei Polizeibeamten, mag in einzelnen Fällen durchaus sinnvoll sein. Aber sowas flächendeckend zu machen und dann auch noch die Überwachung des öffentlichen Raums flächendeckend, das wird zu nichts führen. Aber mit dem letzten Punkt, da werden wir doch hoffentlich punkten können. Vorgeschlagen ein Gipfeltreffen bei Berlins SPD-Schummelbürgermeisterin Giffey. Das wird doch was bringen. Ja. Frau Dr. Giffey ist ja mitten im Wahlkampf und ich hoffe mal, dass der deutsche Wähler, dass der Wähler in Berlin nicht so dumm ist und sich da wieder hinter die Fichte führen lässt. Also auch das bringt nichts. Das muss hart durchgegriffen werden. Die Menschen, die Verbrechen, die Vergehen begangen haben, müssen eingesperrt werden und auch eingesperrt bleiben, bis sie verurteilt sind. Das gibt das Recht heutzutage schon mehr. Ich weiß nicht, warum es in diesen konkreten Fällen nicht angewandt wird. Also das, was ich Ihnen da aufgezählt habe, sind nicht die erfolgversprechenden Wege. Sie haben es eben schon mal angesprochen, ganz konkret nochmal zum Schluss vielleicht zusammengefasst in ein, zwei Sätzen, die Forderungen der AfD, wie man dieses Problem in den Griff kriegen kann. Na, wir müssen halt genau hinschauen. Ich meine, das sind ja Sachen, die wir seit 10 Jahren inzwischen fast sagen. Wir müssen genau schauen, wer zu uns kommt. Es gibt viele, beispielsweise die Personen, die Sie gerade eingespielt haben, auf offenbaren Feuerwehrmann mit Migrationshintergrund. Es gibt viele, die sich eingelebt haben, die sich integriert haben, die sich assimiliert haben. Und gegen solche Personen haben wir nichts. Aber es gibt leider viel, viel mehr von denen, die nur deshalb zu uns kommen, weil es hier tolle
Sozialhilfe, weil es ja tolle Geldleistungen gibt und weil sie sich übernehmen können wie außer Rand und Band. Und das kann nicht sein. Also wir müssen uns genau anschauen, wer kommt. Im Zweifel müssen weniger kommen und diejenigen, die sich bei uns nicht integrieren wollen. Und da nochmal, die Integrationslast liegt nicht bei uns als deutscher Gesellschaft, sondern liegt bei denjenigen, die kommen. Die müssen sich bemühen und sich hier eingliedern. Und wenn das funktioniert, kann man sagen, okay, aber sowas wie in Berlin passiert ist und in anderen Städten, das ist genau das Gegenteil. Solche Leute wollen wir hier nicht, die dürfen jetzt gar nicht rein. Und wenn sie hier sind, müssen sie ganz schnell wieder gehen. Sagt Stefan Brandner in der Sendung, in der tatsächlich Ross und Reiter benannt werden, in der offen die Meinung gesagt werden kann in 7 Tage Deutschland, dem Podcast der AfD aus Berlin. Herr Brandner, herzlichen Dank, dass Sie auch in Folge 1 des Jahres 23 für uns Zeit hatten bei 7 Tage Deutschland. Danke. Immer wieder gerne, Herr Frio. Ein schönes 2023. Wünschen wir uns mit hoffentlich nicht so betretenen Gesichtern und nicht so heftigen Schlachtfeldern, wie wir sie beim vergangenen Jahreswechsel gesehen haben. Das wird allerdings nur funktionieren, und das muss man auch mal ganz deutlich sagen, wenn die AfD immer stärker wird. Die Berliner Wähler haben dazu die Möglichkeit, es wird im Februar in Berlin erneut gewählt und die Möglichkeit besteht, zumindest auf Berliner Ebene, da einen Politikwechsel herbeizuführen. Wenn man sich die Bilder in der Neujahrsnacht anschaut, dann ist das das beste Argument, das unsere Kollegen, Herr Brandner, in Berlin auf die Wahlplakate drucken können, oder? Ja, und ich glaube, der ein oder andere Berliner, der das Silvester live erlebt hat, der braucht gar keine Wahlplakate mehr. Hoffen wir das Beste. Herzlichen Dank und auf Wiederhören. Jo, danke schön, Herr Frier. Alles Gute. Sie hören 7 Tage Deutschland. Hier ist der Wochenend-Podcast der AfD. Was könnte es uns gut gehen in Deutschland, wenn wir die EU nicht hätten? Viele, die von Anfang an entweder Mitglied der AfD sind oder unsere Partei aufmerksam begleiten, wissen, dass uns schon in den Gründungsjahren die Zahlungen in Richtung der EU stark beschäftigt haben. Aber die Millionen, die damals aus dem Bundeshaushalt verschwanden in Richtung Brüssel, sind nichts im Vergleich zu dem, was da aktuell in die EU abfließt. Ein riesiges Hilfspaket wurde geschnürt über 750 Milliarden Euro. Next Generation EU nennt das das Europaparlament. Dazu kommt noch der ganz normale Haushalt der EU in Höhe von 150 Milliarden Euro in diesem Jahr. Geld, das nicht auf wundersame Weise irgendwo auftaucht, sondern das verdient werden muss. Von Ihnen und von mir, von uns allen, die wir in Deutschland Steuern zahlen. Und bei diesen irren Beträgen muss man sich wirklich die Frage stellen, was könnten wir in Deutschland nicht alles anstellen, wenn wir dieses Geld zur Verfügung hätten? Reden wir darüber mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten und Mitglied im AfD-Bundesvorstand, mit Professor Harald Weil, den ich herzlich bei uns im Podcast begrüße. Einen schönen guten Tag, Herr Professor Weil, und ein frohes neues Jahr Ihnen. Ja, danke. Einen schönen Tag und neues Jahr auch Ihnen, auch den Zuhörern. Danke. Schauen wir zurück ins vergangene Jahr. Da gab es ja kurz vor Weihnachten eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen diese immensen Geldströme aus Deutschland nach Brüssel. Ziel war es, das Geld im eigenen Land zu halten. Wer hat da geklagt und was ist rausgekommen bei dieser Klage? Es gab verschiedene Kläger, auch die AfD. Was ist dabei rausgekommen? Es ist dabei rausgekommen, dass das für zulässig erklärt wurde, was eigentlich nicht in den Verträgen steht, vielleicht sogar gegen den Geist der Verträge, wenn schon nicht gegen die nicht vorhandenen Buchstaben der Verträge verstößt, dass die EU eben Schulden macht und dass diese Schulden quasi eine Art Nebenhaushalt darstellen könnten. Dieser Meinung hat sich von den 7 Richtern nur einer angeschlossen mit einem Sondervotum, der meinte, dass die Finanzierungsstruktur der EU, also über die normalen Haushaltsbeiträge, die schon normal unnormalen Haushaltsbeiträge sozusagen hinausgehende Verschuldung, die ja 50-100% des Jahreshaushalts mittlerweile ausmacht per annum, dass das nun eine strukturelle Veränderung sei, die vertragswidrig ist. So, und das Bundesverfassungsgericht hat es nun insofern für rechtens erklärt, dass da diese Dinge, diese Summen begrenzt seien und noch unterhalb des Jahreshaushalts lägen und auch zeitlich begrenzt seien, sei es kein großes Problem, aber bei einer Ausweitung würde es problematisch werden. Also höchstrichterliche Absolution für diese irrsinnigen Hilfspakete, die die EU aktuell aufgelegt hat, in Höhe von 750 Milliarden Euro. Wie geht's weiter? Gibt's eine nächste Instanz? Ja. Geht es eventuell vor ein EU-Gericht? Man muss sagen, einmal mehr eine Absegnung des Ganzen. Wir erinnern uns, dass vor
zwei Jahren ein Urteil zum nahezu uneingeschränkten Anleihekauf der EZB gesprochen wurde, was ebenfalls im Nachhinein dieses Handeln der EZB für rechtmäßig erklärte. Und da wurde auch nur eines draufgelegt, dass dann nämlich nach 5 Jahren Sonderanleihekaufprogramm ein neues Anleihekaufprogramm aufgelegt wurde, wo dann noch weniger Restriktionen galten als beim ersten Mal. Also es wird in diesem Stile weitergehen und zu neuen Verfahren oder neuen Betrachtungen wird es nur kommen, wenn tatsächlich die Summen erhöht werden sollten und die Laufzeit dann eben auch ausgeweitet wird. Ja? Also diese Aussage Begrenzung der Summe und Begrenzung der Laufzeit hatten wir ja schon, wenn ich daran erinnern darf, als der wunderbare ESM zur Griechenland respektive Euro-Rettung eingeführt wurde. Es hat ja auch angefangen im Jahre 2010 mit einem angeblich zeitlich befristeten und in der Summe befristeten EFSF plus EFSM. Aus dem Ganzen wurde dann ein aufgestockter, zeitlich unbegrenzter ESM, der aber jetzt nicht gut genug ist, weil beim ESM gilt noch eine gewisse Konditionalität. Auf dem Papier jedenfalls. Und vieles von dem, was beim ESM gilt und auch noch ein paar Prozent Zinsen kosten mag, das gilt beim Next Generation EU Füllhorn eben nicht mehr. Es mögen pro forma noch auf dem Papier Konditionen bestehen, aber 390 Milliarden der 750 Milliarden sind verlorene Zuschüsse, also nicht rückzahlbar. Und wer sollte denn ein nicht rückzahlbares Geschenk zurückweisen und dafür irgendwelche Kredite mit Konditionen in Anspruch nehmen? Also es ist Tür und Tor geöffnet, das Füllhorn ist größer denn je, beziehungsweise den vorhandenen Füllhörnern wurde noch ein weiteres großes hinzugefügt. Diese 750 Milliarden sind ja nicht das einzige Geld, das aktuell in Richtung Brüssel abfließt. Wie hat sich denn der allgemeine Haushalt der EU entwickelt? Die große Aussage, das große Versprechen und das große Drängen schon eines Kommissars Oettinger, in dessen Amtszeit diese Entscheidung fiel über den neuen 7-Jahres-Haushalt der EU, mehrjähriger Finanzrahmen genannt, der lief ja schon darauf hinaus, dass die ausfallenden Zahlungen durch den Brexit von Deutschland hauptsächlich und auch ein paar anderen getragen werden sollten. Ja? Und dieser große Widerspruch, eine Organisation mit weniger Mitgliedern, die eigentlich weniger Ausgaben haben müsste, dass die jetzt plötzlich mehr Ausgaben hat, lässt sich nur dem faulen Zauber zusprechen, dass es eben um die Nettozahlung geht. Dass das Ganze davon lebt, dass es hier 10 Nettozahler gibt und 17 Empfänger und dass der Nettozahler größte Deutschland ist mit über 21 Milliarden im Jahre 21 und in 22 werden es wahrscheinlich 25 Milliarden werden. Geld, was nicht mehr zurückkommt und irgendwelchen anderen Zwecken zugeführt wird, mit einer durchaus kläglichen Bilanz, wenn man sich da den alljährlichen Bericht des Rechnungshofs der EU anguckt. Ja, vielleicht noch eine wichtige Zusatzhausnummer. Während Deutschland über 21 Milliarden zahlt, zahlt Frankreich knapp über 10 Milliarden netto. Das heißt, es ist ja nun nicht der Fall, dass die deutsche Volkswirtschaft doppelt so groß ist wie die französische. Auch die deutsche Einwohnerzahl ist nicht doppelt so groß wie die französische. Also hier zeigt sich schon eine strukturelle Schieflage, die von Anbeginn da war und die sich jetzt wirklich eine Schere, die sich so weit geöffnet hat, dass man sich fragt, haben wir die Spitze der Schere jetzt erreicht oder geht noch was? Ich fürchte, letzteres ist der Fall. Wir reden ja über Beträge, zu denen der normale Mensch, der mit so ein paar hundert, vielleicht mit ein paar tausend Euro wirtschaften muss und darf, ja überhaupt keine Beziehung mehr hat. Das sind so irre Geldsummen, dass sich das von uns tatsächlich kaum jemand vorstellen kann. Nun ist die AfD ja seit Anfang an eine durchaus EU- und auch eurokritische Partei. Wie ist denn unser Standpunkt aktuell? Wie würden diese Geldströme sich entwickeln, wenn die AfD nicht nur Opposition im Deutschen Bundestag wäre, sondern wenn sie an einer Regierung beteiligt wäre? Ja, also wenn wir jetzt mal die Fragwürdigkeiten der Kostenbeteiligung der Beitragszahlung außer Acht lässt und sich fragt, was mit dem Geld passiert, da kommt doch, ich verweise nochmal auf Europäischen Rechnungshof, da kommt doch regelmäßig der Zweifel, dass das Geld sinnvoll ausgegeben wird. Ja? Also die Legende
das Geld, was anderen zugutekommt, wird woanders vernünftiger ausgegeben, als es bei uns ausgegeben würde, die ist leider regelmäßig nicht zutreffend. Dagegen haben wir in Deutschland ganz offensichtliche Missstände, siehe Verfall der Infrastruktur, siehe zum Beispiel die A45-Brücke bei Lüdenscheid, die seit einem Jahr geschlossen ist, die neu gebaut werden muss. Voraussichtlich wird die erst im Jahre 2026 teilweise fertig sein. Die wird auch nicht 30 Milliarden kosten, auch keine ganze Milliarde wahrscheinlich. Aber das Geld wird nicht für sinnvolle Projekte verwendet. Deswegen dürfen Zahlungen im Inland wie im Ausland, egal aus welchem Topf oder aus welchem Fonds sie entnommen werden, eigentlich nicht erfolgen, wenn da kein vernünftiger Businessplan dahinter steht, sondern nur irgendwelche Kopfgeburten am Schreibtisch von irgendwelchen angeblich sozial orientierten Verwaltungsbeamten ersonnen werden. Ja, also es gibt für die meisten Ausgaben eben keine vernünftige Investition, keinen Businessplan. Und deswegen wundert es uns auch nicht, dass das meiste Geld nicht sinnvoll ausgegeben wird, sondern bestenfalls eher konsumtiv. Und dass der Konsum dann den deutschen Unternehmen zugute käme, das kann man auch eher als Ausnahme denn als Regelfall betrachten. Wir würden es also umstellen, kein Geld fließt, egal zu welchen Freundschaftszinsen und Konditionen, in irgendwelche unsinnigen Projekte. Und wer kein vernünftiges Projekt vorweist, bekommt auch kein Geld. So handelt eine Bank, so handelt auch, müsste auch handeln ein europäischer Investitionsfonds, egal wie er sich nun nennt. Wie bei jedem Bürger, wie bei jedem von uns zu Hause. Wenn wir Geld ausgeben, dann machen wir das für vernünftige Dinge. So würde die AfD auch den Geldfluss in Richtung EU regeln, wenn sie denn am Ruder wäre. Das ist noch nicht der Fall, aber die Bürger haben ja sehr bald schon wieder die Chance, in einzelnen Bundesländern und auch im Bund daran was zu verändern. Dankeschön heute für diese Einblicke in der ersten Ausgabe unseres Podcasts im neuen Jahr. Professor Harald Weil war das, Mitglied des AfD-Bundesvorstandes und Abgeordneter des Deutschen Bundestages bei uns im Podcast. Dankeschön dafür. Ich danke Ihnen. Und das war 7 Tage Deutschland. Das war der Blick auf die aktuelle Nachrichtenlage aus dem Blickwinkel der Alternative für Deutschland. Das war unser Podcast aus dem Berliner Hauptstadtstudio mit Detlef Frier am Mikrofon. Herzlichen Dank fürs Zuhören und nochmal die Erinnerung an Sie. Bitte abonnieren Sie uns, wo auch immer Sie diesen Podcast hören. Und wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, dann teilen Sie einfach den Beitrag, indem Sie eben über diesen Podcast gestolpert sind. Teilen Sie ihn am besten mit allen Menschen, die Sie kennen. Und schon haben Sie unsere Hörerschaft verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht. Schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Je mehr Menschen diesen Podcast hören, desto besser ist es für unser Land und die AfD. Ein schönes Wochenende. Tschüss. 7 Tage Deutschland. Jeden Freitag neu.